Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk und wir reden über einen Film mit Bruce Willis. Ja, der Mann ist schon seit ungefähr 2 Jahren in Rente aufgrund seiner Demenz, aber es kommen immer noch weitere Filme von ihm raus, weil er die gedreht hat, bevor er in Rente gegangen ist. Nämlich unter anderem Maximum Security. Und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. Take vengeance. Sooner or later, God'll cut you down. Sooner or later, God'll cut you down. Interesting, isn't it? Do you consider yourself rehabilitated? In Maximum Security geht es unter anderem um die Haftanstalt Saint-Tubern und in der sitzen Superschurken. Und Superschurken nicht nur deswegen, weil sie Schurken und Bösewichte sind, sondern die haben alle Superkräfte. Und das ist extra ein Ort, an dem die dann reinkommen. Bisschen wie das Arkham Asylum aus Batman. Nur hier haben die quasi alle einen Chip im Kopf und am Ende auch so ein Halsband um, was sie schockt im Zweifel, wenn sie da irgendwie versuchen rauszufliehen. Doch alle haben es plötzlich auf eine Sache abgesehen, nämlich das Vermögen von Julius Loeb, der auch im Gefängnis sitzt, gespielt von Bruce Willis, der in seiner Karriere zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr viel gemacht hat, als irgendwo rumzusitzen. Und hier ist es nicht anders. Aber wir wissen auch, warum das so ist. Und nun versuchen alle, dahin zu kommen, um ihm das Geld abzuluxen. Das ist im Grunde die Geschichte in Maximum Security. Ein Bruce Willis-Film, unter anderem mit Michael Rooker mit dabei. Den kennt man als Yondu aus den Guardians of the Galaxy-Filmen. Und der spielt quasi einen Antagonisten. Und ich bin mal ehrlich, das ist der beste Bruce Willis-Film seit ganz langer Zeit. Und da war ich erstaunlich überrascht. Der Film hat auch Bruce Willis gar nicht in der Hauptrolle, sondern eher in einer Nebenrolle. Aber hier kriegen so viele wunderbar schräge, schrille Figuren ihren Hotspot. Die haben alle Spaß an diesem Film. Das sieht teilweise ganz gut aus, manchmal ist das wirklich fraglich visuell, aber im Grunde ist das ein netter kleiner Film, den man sich getrost einfach mal ansehen kann, weil es einfach eine wunderbare Action-Komponente hat. Es hat tolle Charaktere, die auch wirklich ihre Momente bekommen. Bruce Willis ist gut in dem Film, der hat wirklich ein bisschen Spaß und auch hin und wieder mal ein bisschen was zu erzählen. Michael Rooker guckt halt immer nur irgendwie böse drein und macht jetzt nicht viel, aber dieses Setting, dieses Gefängnis-Setting und diese Art und Weise, wie die alle miteinander agieren, wirkt irgendwie unterhaltsam und sympathisch. Und dann sind da auch noch mal immer mal wieder ein paar gute Gags mit bei, wo man wirklich da sitzen kann und sagt, okay, diese 90 Minuten, diese 90, 100 Minuten, die gehen echt einigermaßen flott rum. Und wir haben in der Vergangenheit echt richtig, richtig schlechte Filme von Bruce Willis gesehen. Und da ist das wirklich fast schon Oscar-würdig im Vergleich zu den anderen. Und ja, ich bin wirklich etwas hin und weg. Ich muss mal kurz gucken, wie lange die Kritik überhaupt mittlerweile läuft. Ich habe nämlich die ganze Sache nicht auf. Ich bin wirklich ein bisschen hin und weg, dass das am Ende so gut geklappt hat. Weil ich bin da auch ran und dachte, wieder ein Bruce Willis-Film, will ich mir das geben, nachdem ich jetzt so 2, 3 Jahre nichts mehr von ihm geguckt habe. Und ich war, wie gesagt, begeistert. Nicht ganz, aber positiv überrascht. Von mir kriegt Maximum Security am Ende auch dann 6 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film gesehen? Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.